So, und für alle Käseliebhaber unser Käseset. Das Käseset beinhaltet einmal unseren Käsemax, dein Junior-Käsemax, um hier drin zum Beispiel den Käse aufzubewahren. Sie haben die Möglichkeit, Ihren Käse, ohne dass Sie jetzt in Ohnmacht fallen, am Abend oder wann auch immer Sie den Kühlschrank aufmachen möchten, hier drauf aufzubewahren. Einmal draufgeben, hier oben drauf die wunderbare Membrane. Somit geht auch hier kein Geruch in Ihren Kühlschrank mit rein und Kondenswasser kann trotzdem rausgehen, was ganz, ganz wichtig ist. Denken Sie allerdings dran, wenn Sie Ihren Käse am Abend zum Beispiel zum Abendbrot verzehren möchten oder am Morgen, bitte ca. 20 Minuten aus dem Kühlschrank rausstellen, damit der Käse hier eine schöne Raumtemperatur bekommt. Aber nur für Käse einfach zu schade. Wenn Sie zum Beispiel ein Fan sind von Kuchen, von so einem schönen Mama-Kuchen, Nusskuchen oder dergleichen, oder vielleicht mal ein Viertel Blechkuchen übrig haben, wohin damit? Hier rein. Einfach hier reingegeben und somit haben Sie die Möglichkeit, auch den Käsemax anders zu nutzen. Oder Sie sind diejenigen, die ganz gern Obst auch mal hinstellt auf die Arbeitsfläche und haben dann Obstfliegen drauf. Muss ja nicht sein. Setzen Sie doch einfach das gewaschene Obst hier rein, Deckel drauf, somit kommt kein Obstfliegen dran und jeder kann sich bedienen. Und wenn man mal ehrlich ist, wenn das Obst gewaschen ist und hier drunter ist, greift man doch eher zu, als wenn man das erst waschen muss. Beinhaltet einmal von unserem Käsemax dieses Modul und zum Reiben natürlich den kleinen Mahlchef mit dabei. Der kleine Mahlchef hat hier oben drin, wie Sie sehen, eine Mahlfunktion. Hier kommt der Käse mit rein, ich stelle das mal auf den Tisch. Sie drücken das Ganze mit dem Weiß nach unten und die Kurbel einfach mit dem Uhrzeigersinn betätigen und somit geht der Käse in den Behälter hier rein. Das obere Schiffchen abnehmen und dann haben Sie hier die Möglichkeit, Ihren geriebenen Käse einmal auf den Tisch zu stellen und wenn Reste sind, nehmen Sie den dazugehörigen Deckel, verdeckeln das Ganze ab und ab in den Kühlschrank mit rein. Sie nehmen den bitte auseinander, wenn Sie den spülen. Auch das geht sehr einfach. Das weiße Teil abnehmen, im oberen Teil des Mahlchefs ein weißes Knüppelchen bitte abziehen und dann haben Sie hier dieses Mahlwerk sichtbar. Ich hätte eine Bitte an Sie, das kann man in drei Teile nehmen, machen Sie das auch. Gehen Sie bitte gegen den Uhrzeigersinn die Kurbel ab, die darf in die Spülmaschine. Nehmen Sie die zwei Teile auseinander, ab in die Spülmaschine damit. Und nachher, damit es alles passt, ist in dem roten Teil ein kleiner Nuppel und hier eine Einkerbung. Setzen Sie es so zusammen. Die Kurbel wird von hinten drauf gedreht, wird hier wieder eingesetzt, das obere Teil fest integriert. Und Sie haben es gehört, ein Klack und somit ist es fest verschlossen. Für Käse allein zu schade. Vielleicht sind Sie ein Sommerkuchenliebhaber und Sie möchten gerne Philadelphia-Kuchen mitmachen. Philadelphia-Kuchen braucht man Löffel Biskuits, hiermit durchgemacht. Sie haben vielleicht vom Frühstück ein bis zwei Brötchen übrig. Dann heben Sie diese Brötchen einfach gesammelt die Woche über auf. Geben Sie dann die getrockneten Brötchen hier durch, haben Sie Paniermehl selber mitgemacht. Sie können selbstverständlich Schokolade hier mit raspeln, ohne dass das statisch aufgeladen wird, geht hier super. Osterhasen sollten Sie jetzt mal schnell verarbeiten, es ist bald Weihnachten, denken Sie bitte daran. Oder Sie geben hier zum Beispiel dann auch andere Sachen mit rein, die Sie für die Backzutaten gerne reiben möchten. Denken Sie an die Weihnachtssaison, denn da ist ja dann auch in Weihnachten noch in Ihrem Schrank und Sie lieben vielleicht Stollen mit Orangschale. Ich mag den Geschmack von Orangschale, allerdings möchte ich auf Orangschale nicht draufbeißen. Kleinen Tipp, Sie nehmen Orangschale, mal ein bisschen Mehl drüber und das gemehlte Orangschale-Zitronat hier rein, durchdrehen und dann haben Sie den Geschmack in Ihrem Stollen mit drin, müssen nicht da draufbeißen und es lässt sich sehr gut hiermit durchmalen. Das ist unser Käseset und unser Käseset ist im Angebot für 36 Euro im August.